willkommen bei Mibon FIFA TV. Heute habe ich mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar gibt es heute nach langer, langer Zeit mal wieder ein Video auf meinem Kanal. Und zwar ist jetzt FIFA 17 draußen. Also ist gerade bei mir angekommen. Und jetzt habe ich mir direkt FIFA Points geholt. Und mache direkt am ersten Tag ein Pack Opening. Es kamen ja schon viele Pack Openings auf YouTube. Und ich finde die Animation eigentlich ziemlich geil und ich würde jetzt auch mal gerne was richtig Geiles ziehen. Dann würde ich sagen, öffnen wir mal direkt die ersten Packs. Ich habe sonst nichts in Ultimate Team und so gemacht, deswegen habe ich auch 0 Coins. Wir öffnen einfach nur die 7,5k Packs, weil es andere gar nicht gibt. Wieder Non-Wear. Also momentan unser Pack lag in den ersten zwei Packs schon mal nicht so krank dabei. Basur und 1000 Points. 1000 Points. Basur ist hier dabei und eben 1000 Coins. Kann man sich auch gerne mal gönnen. Ein Ball und sonst nichts Wichtiges. Tun wir alles mal zu unserem Verein. Martial auf dem Pack. Ich öffne die Packs einfach jetzt so runter, weil ich werde es glaube ich uncut lassen. Wieder eine Non-Wear, skippen wir mal durch. Und ja, das war ein ziemlich schlechtes Pack, obwohl wir hier wieder Coins drinnen haben. Ich werde die Packs einfach runterziehen. Weil spezielle Packs gibt es ja gar nicht und ja, sonst Silberpacks und so weiter, ist ja alles das gleiche wie letztes Jahr und die 7,5k Packs sind jetzt nicht die besten, aber weil es nichts anderes gibt und hier ist der erste Wear-Spieler und das ist von ein Spieler von Boca Juniors, eine 75er Karte, krasser Shit, aber er könnte... Na, 88 Pace, ja, aber ist trotzdem natürlich nichts wert. Abschlussspieler, aber nehme ich natürlich mit. Sonst East Point Arena. Und Teamtraining, Fitness. Kann man auch noch gut loswerden am Anfang von FIFA auf jeden Fall. Sogar noch am Ende von FIFA 16 konnte man die noch für 1 bis 2k loswerden. Und das nächste Pack und wieder ein Rare-Spieler. Und das ist, oh, wenn ich schon diese Flagge sehe, den muss ich immer an Buffal denken. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was der momentan noch kostet. Also was heißt noch kostet, was er in diesem FIFA-Teil kostet. Wenn er in der Barclays Premier League spielt er jetzt, glaube ich. Aber das ist ja jetzt auch egal. Nächstes Pack, Ramos Rodriguez drauf. Wäre geil, wenn er drinnen wäre. Okay. Bis jetzt Packluck war noch nicht so am Start. Verträge, der erste doppelte Spieler. Dann noch ein EPL-Spieler. Den kann man eigentlich abstoßen. Ich stelle ihn aber mal drauf. 400 Münzen. Mal schnell drauf gestellt. Also übrigens, das ist jetzt auch mein Hauptaccount, also ihr seht ja, was, wie aktiv ich da jetzt momentan war. Ich bin ja Playstation-Spieler. Da kam es erst heute bzw. morgen raus. Also ich habe noch nichts wirklich gemacht. Und ja, wieder nichts Gutes im Pack. Nehmen wir mal alles in den Verein und auf die Transferliste. Die nächsten doppelten Spieler. Und so langsam gehen die FIFA Points auch runter. Wir waren bei, wie viel hatten wir? 4,4. Und wir haben bis jetzt ein Wear-Spieler vorne drauf gehabt. Also bis jetzt nichts Gutes dabei. Großkreuz haben wir jetzt doppelt. Setzen wir auch mal auf die Transferliste. Hätten wir eigentlich auch abstoßen können. Aber sicher ist sicher. Und der nächste Spieler ist wieder ein Non-Wear. Also wir haben krass wenig Pack-Luck. Das ist Baumgartlinger. Von Leverkusen. Fitnessobjekte bringen natürlich einiges noch, wie gesagt. So kann man sich auch erstmal die Coins am Anfang pushen. Der nächste Spieler, das ist ein Rare-Spieler, ist. Oh mein Gott, Bonucci 87! Alter Schwede, und der könnte was kosten. Ich glaube, bei Chiellini hätte es natürlich was gemacht. Price Range bis 85k. Und ja, er kostet 30k. 30k kann man ihn wegbekommen. Unser erstes... Ich muss gerade überlegen, wir haben Bonucci auch als erste richtig gute Karte nach Oscar in FIFA 16 gezogen. Und da könnte ich vielleicht noch kurz hier einen Clip einfügen. Da habe ich Buccini zu ihm gesagt. Das ist, habe ich mich selber drüber schlapp gelacht. Und ich öffne die Augen. 3, 2, 1, go. Und wir ziehen einfach Buccini.
Bonucci, was sag ich denn? Bonucci, und der ist bestimmt noch was wert. Erst recht auch in den Kommentaren. Und jetzt ziehen wir ihn wieder. Ich habe ihn jetzt mal zum Verein getan. Ja, wollte ihn eigentlich auf die Transferliste setzen. 30k-Spieler. Also Päklak ist am Start, ein 87er-Spieler. Und eigentlich hätten da doch die Flaggen runtergehen können, aber ich glaube erst ab 88 ist es. Also ziemlich Päklak war jetzt am Start, kostet jetzt nicht so viel. Der nächste Rare-Spieler, und das ist Figuli müsste das gewesen sein. Ja genau, und der könnte noch was kosten, weil er aus der BPL ist und nachher Flügelspieler ist. Ja, kostet jetzt vielleicht, kriegst vielleicht für 2k weg. Alles einfach mal in den Verein. Also richtig, richtig geil, dass wir schon Päklak hatten. Und die Maria drauf, wer drinnen, wer war es jetzt hier noch drin, vielleicht noch was anderes. Santos, der von Hamburg, das brasilianische Talent, linksverteidiger Talent war es, glaube ich. Also, schon mal richtig krass, Bonucci. Aber wir wollen natürlich auch noch die teuren Spieler. Hier ist wieder ein Rare-Spieler drin und das ist, ja genau, der Ochoa, wenn man ihn so ausspricht. Ja. Aber fürs erste Pack-Opening, und wir haben jetzt gerade vielleicht gerade mal die Hälfte der Points weg. Also es ist noch was drinnen. Und der nächste Rare-Spieler. Und na, es sieht nicht gut aus mit der Flagge. Perez, 78er. Aber ich glaube jetzt schon langsam mal mehr ans Pack-Luck in diesem FIFA-Teil. Ans in FIFA 16, aber da war auch ziemlich wenig Pack-Luck bei mir da. Nicht mit Münzen, aber würde gar nicht funktionieren. Also die Animation war schon mal geil. Wir wünschen uns natürlich noch die Flaggen. Und das ist Danny Rose, oder heißt der Danny Rose? Ich bin mir gar nicht sicher. Rose auf jeden Fall, aber ob er Danny heißt... Ja, genau, Danny Rose. Utaka. Aber Danny Rose könnte noch was kosten, weil Linksverteidiger aus der BPL kosten am Anfang von FIFA immer was. Auf jeden Fall. Der nächste Spieler, das nächste Pack. Und sieht wieder nicht gut aus. Ist zwar ein Rare, aber nur eine 78er-Karte. Geht auf jeden Fall besser. Und ja, bis jetzt 87er Spieler. Mehr kann man dazu nicht sagen zu dem Pack Opening. Der Rest war Schrott. Und jetzt ziehen wir Martins mit 92 Pace. Wenn man schon die Portugal-Flagge sieht und einen Rare-Spieler. Aber da wären noch die Flaggen runtergekommen. Da muss man natürlich an einen Mann immer ganz genau denken. Aber Richter Mittelfeld würde ja auch gar nicht funktionieren. Jetzt ziehen wir plötzlich die Rare-Spieler und das ist nein, Asensio von Real Madrid. Da hätte es viel, viel geilere Spieler geben können. Viel, viel geilere Spieler. Aber der könnte, na, der kostet sowieso nichts. 2,5k wird drauf geboten. Ist ja noch mehr, als ich erwartet habe. Wen gäbe es denn da? Isco wäre auf jeden Fall mehr wert gewesen, auch wenn er, glaube ich, einen Downgrade bekommen hat. Weil du nur auf der Bank rumsitzt. Nächster Rare-Spieler. Und wieder nur, wer ist das? Hutchinson, oder wenn man den so ausspricht. Aber langsam kommen die Rare-Spieler. Also nach Bonucci kam echt wieder ziemlich viel Rare. Und wenn wir noch einen guten Spieler ziehen, über 85, bin ich auch echt zufrieden fürs erste Pack-Opening. Was ist das? Das ist der Bruder von Thiago Rafinha. Und man sieht wieder Barcelona und Brasilien-Flagge. Da muss man natürlich an Neymar denken. Ja, okay, geht auch noch für 3k. Also zusammengerechnet kriegt man dann schon einige Coins raus für sein Starter-Team. Ups, ja genau. Den Ball haben wir schon im Verein. Und so langsam gehen wir jetzt auf die 1500 letzten FIFA-Points. Nächstes Rare. Und jetzt haben wir Tyson. Oh mein Gott, also einer meiner Lieblingsspieler im letzten FIFA-Teil mit seinen 90 Pace, 77 Schuss. Den werde ich auch auf jeden Fall behalten. Ist jetzt natürlich kein krasser Spieler, kostet natürlich gar nichts. Aber ist auf jeden Fall mal ein schönes Pack gewesen. Also, naja, jetzt so, wenn man in FIFA 16 denkt, den als Stürmerkarte umzuwandeln, ist natürlich geil. Jetzt wieder mal ein Non-Worst Declan Berg. Der ist jetzt in die BPL, oder war der davor schon in der BPL? Wir brauchen jetzt mal Rare-BPL-Spieler, wenn wir schon nichts Gutes ziehen, nichts mehr Gutes. Da kann man dann noch ein bisschen Geld rausholen. Nächster Non-Rare. Jetzt scheint das Pack-Luck ein bisschen zurückzugehen.
Ja, es ist Jimmy Prior oder ja genau, der Ex-Hannoveraner kennt man auch noch. Es ist einer von den OP-Spielern, OP-Silberspielern, könnte ja sein. Nee, ist es nicht. Hat doch kein Pace. So, die letzten 1000 FIFA-Points haben wir jetzt noch übrig und schauen, ob wir hier wieder Rare drin haben. Nein, haben wir nicht. Wieder ein Non-Rare. Aber ich bin ziemlich zufrieden. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon oft genug gesagt, dass man mit einem Bonucci zufrieden sein kann. Das ist natürlich klar. Und hier ist wieder ein Rare drinnen und ein Deutscher. Ah, Max Meyer von Schalke 04. Geht natürlich klar, aber wenn du da Deutschland ZOM siehst, da Müller ist Mittelstürmer, glaube ich, ja. Müller ist Mittelstürmer, aber da kannst du dann so viele geile Spieler, Özil und so weiter. Und dann kriegst du einen 80er Meyer, der definitiv nichts kostet. Und somit sind es jetzt die letzten paar Packs. Ja, würde ich sagen, James drauf. Hatten wir nicht vorhin in einem James-Pack das Glück, James drauf und... Ach, komm. Hätte es nicht Buffon sein können. Consigli, glaube ich, heißt der. Und... Bakali haben wir auch noch einen OP-Spieler drinnen. Alle in den Verein. Und... ja, genau, den hier auch noch. Auf die Transferliste und somit die letzten paar Packs. Martial bringt uns einen Non-Bear. Hätte natürlich jetzt die letzten paar Packs anders aussehen müssen. Wie viele Packs können wir uns jetzt noch ziehen? Ich glaube, wir dürften jetzt noch 3 Packs von denen hier ziehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. 3 könnten noch drinnen sein. Ein Rare-Spieler. Und wir warten immer noch auf die Flagge. Und es ist Rashford, Mann. Ey, kann es dann nicht mal Rooney oder so sein? Oder ist Rooney ZOM? Nein, dann ist es Rashford. Aber der kostet noch was, der Junge, oder? Der hat 90 Pace. Ja, ja, ich bin zufrieden mit 10k. Rashford, alles klar, 10k bringt der auf jeden Fall. Da haben wir noch Koke von Schalke drinnen. Und das tun wir alles mal wieder zum Verein. Können wir dann alles später draufstellen. Ich drücke das 10. Mal in Folge in den falschen Knopf. Also, FIFA 17, jetzt bin ich falsch gegangen, geht auf jeden Fall schon mal ziemlich ab. Ja, wir können jetzt noch 2 Packs öffnen und noch ein 5K-Pack, das bringt dann nicht mehr viel. Also, das vorletzte Pack öffnet sich und es ist ein Non-Wear drinnen. Aber was für ein Non-Wear, Pinar, okay. Ja, geht auf jeden Fall besser, geht auf jeden Fall besser. Und somit das letzte 7,5k Pack, Martial drauf. Und wer wird drin sein? Ein Non-Wear. Den lassen wir jetzt mal durchlaufen. Sogar noch von Napoli. Aber bringt uns auch ziemlich wenig. Ja, sonst nichts Gutes drin. Und jetzt öffnen wir das letzte Pack in diesem Pack-Opening. Und zwar ein, das ist auch Martial drauf, ein 5k Pack. Mal schauen, was drin ist. Und es ist wieder natürlich ein Non-Wear. Aber Ilori heißt der, glaube ich. Das ist auch ein BPL-Innenverteidiger. Vielleicht geht er noch für mehr als seinen Abschlusspreis. So, unsere Ausbeute war ziemlich... Ja, eigentlich ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Ich glaube, wir haben gerade noch den Innenverteidiger verkauft. Ja, genau. Den haben wir vorhin schon verkauft gehabt. Wir schauen noch kurz in den Verein und schauen uns unsere Ausbeute an. Wir sind jetzt auch schon bei 15 Minuten Video. Ich würde sagen, wir lassen das Video auch uncut. Hier unsere Spieler. Außer Bonucci waren halt jetzt keine High-Rated Spieler dabei. Aber Spieler, die auch noch ziemlich, die einiges an Geld bringen. Erst recht die, so einen Figuli bringt noch ein bisschen was. Wer hat jetzt noch was gebracht? Danny Rose bringt bestimmt noch was. Genau, Rashford bringt auf jeden Fall noch die 10k mindestens, wenn der nicht sogar noch steigt. Also auf jeden Fall schon ein bisschen was dabei, wenn man sich das zusammenrechnet, haben wir da schon 60k, denke ich mal, drinnen oder sagen wir einfach mal 50k. Davon kann man sich richtig geil Starterteam bauen. Bonucci natürlich überragend. Hätte natürlich auch Chiellini sein können oder Basaglia, aber ich glaube Bonucci ist sogar der zweitbeste. Ich glaube Basaglia hat nur eine 86, Bonucci eine... Eben 87 und Chiellini 90. Also
eine richtig, richtig krasse Verteidigung von Juventus auf jeden Fall. Dann Consigli, Asensio, Tyson, Sifech oder so, Feghouli. Jetzt kommen noch 80er-Spiele, also High-Rated-Ausbeute war heute eher gering, aber wir haben auch nicht so viele Packs gezogen, wir haben nicht so viel Geld reingesteckt, wie das andere YouTuber machen, und dafür haben wir ziemlich viel Pack-Luck gehabt. Wären jetzt noch die Fahnen runtergegangen bei Monucci, wäre es natürlich noch eine geilere Animation gewesen. Und dann würde ich eigentlich auch schon sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!